Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Silent Hill 2. Und genau, ja, liebe Freunde, wir waren beim letzten Mal hier in dem Keller angekommen, beziehungsweise davor. Und wir haben ein sehr, sehr verstörendes Geräusch gehört, deswegen habe ich mir jetzt mal einen Cliffhanger gemacht. Aber, ja, wir sind im Basement, genau, im Keller. Und schauen wir uns mal hier um. Ich habe den Schlüssel zum Lagerraum im Keller benutzt. Okay. Wie sieht es hier aus? Ja, da kommt man nicht hin. Der Lagerraum. Mehr gibt es hier nicht. Okay. Was? Da ist ein Regal. Zum Regal sind rote Handabdrücke. Regal verschieben lassen wir erstmal. Schrotpatronen. Was gibt es hier noch? Nichts mehr. Ja, okay. Dann. Es scheint nichts drauf zu sein, okay. Dann schieb mal. Schieb mal, James. So, was haben wir denn hier? James. Oh Gott. Mary? Du hast mich erschrocken, Mary. Oh, Maria. Ach, Maria. It's you. I thought you were. Sorry. Anyway, I'm glad you're alive. What do you mean, anyway? You don't sound very happy to see me. I was almost killed back there. Why didn't you try to save me? All you care about is that dead wife of yours. I've never been so scared in my whole life. You couldn't care less about me, could you? Hey, was ist mit dir? No, I just... Then stay with me. Don't ever leave me alone. You're supposed to take care of me. So, what about Laura? Did you find her? Yeah, but she ran away. We've got to find her. Was ist mit dir? Ich hab... really seem to care about her. Do you know her? I've never met her before. I just feel sorry for her. She's all alone. And for some reason, I feel like it's up to me to protect her. Mädchen, ich habe die ganze Zeit nach dir geguckt und dich überall gesucht. Ja. Und jetzt, machst du uns auch noch Vorwürfe, dass wir uns nicht um dich kümmern. Also, naja. Gut, wir haben endlich Maria wiedergefunden. Wir sie rausgefunden und wir haben hier einen goldenen Ring. Ein Kupferring. Okay. Und was können wir da jetzt machen? Sonst ist ja hier nichts, ne? Vielleicht in dem... Wartet mal. Wo ist denn das? Ah, da ist das Kühlschrank. Der Kühlschrank. Im zweiten Stock. Dann probieren wir das nochmal. Maria, jetzt komm bitte mit mir. Ja, danke. sie kommt wieder mit. So, okay, zweite Stock. Kommst du mal ein bisschen schneller? Wie? Wir können die nicht aufmachen. Was soll denn das? Ist nochmal ein Speicherpunkt? Ja. Ach du Scheiße! Okay, wo kommt der denn jetzt her hier? Kaputt machen. So, Maria, alles in Ordnung. Wir sind genau richtig. naja, obwohl, nee, eigentlich nicht. Jetzt funktioniert der Fahrstuhl wieder nicht. Warum das denn? Wie kommt er denn in die zweite Etage? Ich meine, das ist ja abgeschlossen. Ach, in... Ach, da hinten. Okay, alles klar. Maria, ich hoffe, dir geht's gut und du verlässt uns nicht schon nochmal. Weil das wäre schon... Das klingt blöd. Ja, hier war doch das... Das Schloss ist wohl kaputt, ja. Okay. Gut. Hier war doch diese komische...
Genau, diese komische, das Gemälde einer Frau. Oh, das ist so komisch. So, wir müssen einmal auf die zweite Etage, dann probiere ich das nämlich mal mit dem Kühlschrank da was zu machen. Mit dem. Ah, was ist denn hier los? Was? Bitte was? Was ist das? Was? Silent Hill witnessed a gruesome murder a few years back. A brother and sister were playing in the road when they were attacked and chopped into pieces with an axe. Torn flesh, smashed bones, splattered blood, and finally, was ist das? What a gruesome end to such innocent lives. What was the name of the murderer who committed this vile? Weiß ich doch nicht. Walter Sullivan. 2. Scott Fairbanks. 3. Eric Gale. Now for our third and final question. South of the lake is a deserted old neighborhood called South Vale. From there to Palevale, the central resort area northwest of the lake, there's only one road you can take. Just one road, no more. The third and final question is, what is the name of that road? 1. Bachman Road. 2. Rindell Street. 3. Nathan Avenue. Well, that's the last of our questions. Have you got it all figured out? When you know the answers, head to the storeroom on the third floor to collect your prizes. But be careful if you're wrong. Well then, everybody, thanks for tuning in. See you again sometime. Bye-bye. What was that? Das habe ich mich auch gefragt. Das habe ich mich auch gefragt, liebe Maria. Ich habe keine Ahnung, was das sein sollte. Gut. Wir versuchen, in einem Tageszimmer was mit dem Kupferring zu machen. Was war das bitte? Und wie soll ich mir das merken vor allem? Das weiß ich doch nicht. So, kann man hier vielleicht diesen Kupferring... Ah! Wir haben Maria dabei. You can't open it? Yeah. Maria, give me a hand here. Come on. You're supposed to be the big man around here. How's a little girl like me supposed to help? What's this? Not very cute, is it? Here, James. You take it. Mm, thanks. Ich habe den Bleiring. Okay. Ein Bleiring. Es ist nichts mehr im Kühlschrank. Ein furchtbarer Gestank kommt heraus. Ja, ich wusste es doch, dass wir dann auch hier brauchen. Okay, das haben wir abgehakt. Frage ist jetzt, wo können wir was mit dem Bleiring machen? Ring aus dem Kühlschrank. Das Bild eines ekelhaften, aufgedunsenen Gesichts ist eingraviert. Okay, die kann man scheinbar verbinden.
Wartet mal, aber was ist das denn hier? Sieht aus wie eine Batterie vom gleichen Typ wie in der Taschenlampe. Das Bild einer was? Spinne. Im Krankenhauskeller gefunden, das Bild einer Spinne ist eingraviert. Ja, aber die Frage ist jetzt, wo machen wir weiter? Wir durchsuchen nochmal die ganzen Zimmer hier. M4 zum Beispiel. Das hier. Alter, wow! Okay. Und dadurch sind jetzt natürlich die blöden Zombies hier wieder da, ne? Hallo? So. Meine Güte. Wir haben weibliche Verstärkung dabei, deswegen mache ich die jetzt direkt weg, lieber. Was ist denn? Ach so. Ein Teil der Tapeten ist heruntergerissen an der Wand. Darunter ist irgendein Zeichen zu sehen. Suchen die Hände nach etwas? Oder sind es nur ein Zeichen von Schmerz? Im Keller des Kellers? Wartet mal. Wo geht es jetzt weiter? Da waren wir schon überall. Das Tageszimmer ist komplett abgedichtet. Da unten im... nee, da ist auch nichts mehr. M4 ist der Zombie-Raum. Im Keller des Kellers. Ach, guck mal, da kommt man mit dem Fahrstuhl hin. Da auch. Ja, aber der Fahrstuhl, der geht ja nicht. Wartet mal. Wir sind zweite Stock. Das muss ich. Nee. Der Fahrstuhl ist komplett dicht. Wartet mal. Wo müssen wir jetzt hin? Oh, hier liegt sogar noch. Ach, okay. Das hätte ich fast übersehen. Munition und Pistolenbuddy. Wartet mal, was passt? Was ist... Ich guck mal schnell, was da drin ist. Da ist nichts, da ist... Da ist nichts drin. Okay. Aufzug. Können wir ins Keller... Können wir in den Keller? Nee, können wir natürlich nicht. Okay. Dann gehen wir nochmal auf den ersten Stock. Ja, das mit den Quizfragen da eben, Freunde, das war ein bisschen merkwürdig. Ich ganz ehrlich sagen. Wir gucken mal hier die Räume. C2 und C1. Ist aber auch wieder nix. Nee, hier ist nichts. Verdammt. Ist hier irgendwas? Nee, hier ist auch nichts. Das sind einfach ganz normale, stinknormale Räume. Hier waren wir ja mit dem Lippenboss beim letzten Mal. Hier kommen wir nicht rein. Das ist echt doof. Aber vielleicht kommt man ja von hier aus ins Treppenhaus. Weil die müsste ja von der anderen Seite aufgehen. Nee. Okay, dann ist hier unten nichts mehr. Dann nochmal in den dritten, in die dritte Etage. Ah. Was eine Verwirrung hier. So. Ist abgeschlossen. Ja, okay. Vielleicht ist ja bei S11 irgendwas. Nee, hier ist nur die... Nur diese Notiz. Okay, hallo Maria. Sonst ist hier gar nichts, oder was? S3. Ah nee, in S3 war doch das Patientenzimmer, wo Maria drin lag. Genau. Maria, die genommen ist. Maria jetzt auch krank? Nein, sie sieht nicht krank aus, James. Ach, kann man so. Wie sie sich angucken manchmal. So, ja, ist jetzt die Frage. Wie macht geradeaus? Wir gehen einfach mal hier lang. Und gucken mal. So, jetzt sind wir hier wieder im Treppenhaus. Ich speichere das nochmal.
Ich habe das Gefühl, dass ich irgendwas im Keller machen muss. Nur was? Das ist die Frage. Oder, ja, keine Ahnung. Meine Fresse, dieses Krankenhaus viele Stockwerke. Aber klar, ist halt normal für ein Krankenhaus. So, dann gehen wir jetzt nochmal hier hin. Da unten haben wir nur den Ring gefunden. Ne? Da unten ist nichts mehr. Das ist jetzt echt langsam ein bisschen blöd. Also einen Zielpunkt müssen sie uns ja schon nochmal geben. Ah. Was war das wieder? Hier kommt man auch nicht hin, ne? Das ist kaputt. Okay. Kilometergeld wieder hier, meine Güte. In diesem Endlos-Treppenhaus hier. So, hier kommt man rein. So. Ach! Haben Sie nicht irgendwas von einem Storeroom gesagt? Hier drin? Oder ja, hier? Okay. Ah, jetzt gehen wir aus dem Weg. Ja, komm. Okay, hier waren wir, glaube ich, noch nicht. Oh, was ist das? Was ist das? Wow! Okay. Danke. Okay, tatsächlich diese Fragen. Oh Gott. Da kann ich mich doch jetzt nicht mehr erinnern. Ich habe die Taste aber nichts passiert. Raus und rein. Ja. Nichts passiert. Hä? Was hat das mit diesem Ding hier auf sich? Ich drücke die Taste, aber nichts passiert. Hä? Hä? Was ist hier los? Muss ich vielleicht irgend so einen Ring benutzen? Die Batterie? Messer? Nee. Was hat's denn jetzt damit auf sich? Das sieht so aus wie Q1, Q2, Q3. Wie diese Fragen und mögliche Antworten. Aber wir können es nicht mehr, schade. Haben wir das jetzt verkackt? Oder müssen wir einfach nochmal... Oder wir versuchen einfach nochmal hier raus, komplett raus und dann nochmal reinzugehen. Beziehungsweise auf ein anderes Stockwerk und dann wieder hier nach B3. Wo war der Aufzug? Der war doch schon hier. Der war doch hier vorne. Oder? Nee, hä? Die ist kaputt. Das ist blöd. Ich glaube, dass man da, dieses Rätsel tatsächlich ja schaffen muss. Ich drücke die Taste, aber nichts passiert. Hä? Okay. Ja. Ich glaube, wir haben das verkackt. Kann das sein? Ja, okay. Wow.
Was war mit der Kamera los? Die Frage ist, wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Ich glaube, dass mit diesem Rätsellader, das haben wir verkackt. Das kann gut sein. Okay. Es gibt jetzt keinen offenen Weg mehr, ne? Nicht hier? Die ist abgeschlossen. Ah, okay. Ich wusste es doch. Ich habe den Kupferring auf die Hand der Frau im Gemälde gelegt. Ja, okay. Und dann jetzt noch den anderen Ring? Ja, okay. Ich habe den Bleiring auf die Hand der Frau im Gemälde gelegt. Ah, und sie ist auf. Okay. Sehr, sehr cool. Okay, das heißt, wir können da durch. Oh mein Gott. Oh, schaut mal. Wir können jetzt zwischen den Welten hin und her springen. Das ist, glaube ich, die... Oder? Es sieht so aus. Ja, das ist jetzt wieder die normale Welt, oder? Muss mal... Ach, guck mal. Es sieht zumindest so aus. Was ist das denn hier? Da liegt ein Umschlag auf dem Boden. Er hält ein schwer zu lesendes Schreiben. Ich nahm den Schlüssel vom Direktor. Direktor ist falsch geschrieben. Den fürs Museum. Ah, okay, das ist absichtlich so. Ich hab ihn hinter der betenden Frau versteckt, als ich ihn für den Tagesausgang rauskam. Ich habe ihn genommen, aber ich habe ihn nicht gestohlen. Ich bin ein Dieb. Kein Dieb. Sieht mir so aus, als wäre das wieder die normale Welt. Jetzt geht man wieder in den Keller rein. Oder was? Ja. Oh! Ach, was ist denn hier jetzt? Spoiler. bitte nicht nochmal ein Boss. Nee. Wo sind wir? Ich habe keine... ich habe keine Karte von diesem Gebiet. Ach du Scheiße! Wow! Maria, lauf bitte! Halt! Ah, wir werden verfolgt von dem! Nein! Ach du Scheiße! Boah, Maria, lauf schneller! Um Gottes Willen, mach auf! Um Himmels Willen! Was ist? Wie jetzt? Okay? Super. Ja, super, Freunde. Scheiß Aufzug. Och, Mann. Nein. Nein, Freunde. Das sehe ich jetzt absolut nicht ein. nein, das möchte ich nicht. Auf keinen Fall. Ich konnte da ja nichts für. Ich wusste ja nicht, was da kommt. Und dass wir jetzt Maria verlieren, deswegen. Nein. Einfach nein. Okay, jetzt weiß ich... Scheiße. Jetzt weiß ich, was kommt. Gut. Maria, kommst du bitte näher? Wir müssen vor dem Typen abhauen. Los, komm, lauf.
Lauf! Maria, lauf! So, wie kriegen wir die Szene jetzt hier hin? Vernünftig. So, Maria, lauf einfach! Du bist doch so langsam! So, lauf! Das ist die gleiche Szene nochmal, ne? Wie funktioniert das? Wie funktioniert das? Also irgendwie... Wir müssen einfach nur rennen, habe ich das Gefühl, aber... Dieser Scheiß-Zombie da! Mann, was ist denn mit dem? Maria, das müssen wir jetzt schaffen. Komm. Maria, komm näher dran. So. Und lauf! Und direkt laufen. Okay, direkt laufen. Okay, wir sind weit weg. So, lauf! Komm schon! Das kann nicht sein! Irgendwas müssen wir tun können für sie! Ich möchte sie retten! Wie funktioniert das? Verdammt nochmal. Irgendwie muss das doch funktionieren. Okay. So. Ich werde jetzt hier aber nicht weichern. Maria. Komm. Lauf. 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 Jetzt wird sie wieder getroffen. Wir sind wieder zu langsam. Boah, was ist das für ein Scheißbereich? Dieser dumme. Was? Ja, na toll. Dann ist direkt Game Over. Okay. Kann ich den irgendwie... Das versuche ich jetzt noch so lange, bis die Folge zu Ende ist. Kann ich den irgendwie davon abhalten, so schnell zu sein? So, dann direkt los. Komm. Maria, jetzt komm. Maria. Maria, du bist so langsam. Viel zu langsam ist die. Nee, das funktioniert nicht. Dann geht Maria drauf. Eieiei, was ist das denn für ein Mist? Okay. Dann würde ich sagen, Freunde, ja. Dann versuche ich das mal nochmal rauszufinden. Beziehungsweise wir versuchen das beim nächsten Mal einfach nochmal. Weil die Folge ist jetzt nämlich voll. Und, ja. Dann würde ich sagen... Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Und dann lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Jetzt geht's gerne weiter in den Kanal. Und ja, bis hier weiter geht's, sehen wir dann beim nächsten Mal. Und ja. Dann würde ich sagen, ich wünsche euch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.